Freunde. Guten Morgen wieder mal. Jetzt ist der Winter auch bei uns eingezogen. Es ist schweinekalt. Wir haben 2 Grad plus. Gestern hat es geschneit und vorgestern hat es ewig lang durchgeregnet. Also Tage vorher. Aber heute ist es schön. Heute kommt die Sonne. Noch sind wir im Nebel. Ich zeig's euch mal. Ah, schaut. Da kommt die Sonne raus, wenn sie denn kommt, ich hoff's. Und hier ist der Wald, da sehen wir noch die Schneereste vom gestrigen Schneefall. Ja, und dann wollen wir mal schauen, ob wir im Nebelwald hier was Schönes finden. Ich bin gespannt. Lasst uns gleich anfangen. Es ist schweinekalt, wie gesagt. Jetzt baue ich schnell die Maschine noch zusammen. Und dann geht's los. Und dann schauen wir mal, was geht. Bis gleich. Ja, Freunde, und hier haben wir den ersten Fund. Ein relativ gutes Signal. Schauen wir mal, was drin ist. Da muss es drin stecken. Und da haben wir schon, schaut, ich sehe es schon. Eine Gabel, würde ich sagen. Ja, es handelt sich um eine Gabel. Auf einer Seite schon ziemlich im Eimer, aber auf der anderen Seite noch ganz gut erhalten. Immerhin eine Gabel, der erste Fund. Ja, die Spinnen sind fleißig und der Tau friert in dem Gespinst und macht so schöne Muster. Immer noch sehr neblig und bis jetzt auch keine nennenswerte Funde, bis auf die Gabel. Irgendwo kreischen ein paar Vögel. Und bei uns geht's weiter. Ja, das ist richtig märchenhaft hier im Wald. Eben wegen des Nebels, und der wird wohl heute, denke ich mal, nicht mehr ganz weggehen, wird sich nicht mehr verziehen. Das ist richtig toll hier. So stelle ich mir das auch in Kanada vor, ganz allein. Kein Mensch weit und breit. Klasse, hey. Da sind die Funde dann schon wieder zweitrangig, weil die Natur einfach so überwältigend ist, dass das schon fast genügt. Hier war auch ein schönes Signal. Ein 60er zwar nur, aber glockenrein. Und ja, ich muss aber mal schauen. Ziemlich oberflächlich. Muss es drin sein. Irgendwo. Ah, da haben wir schon. Oh, das habe ich letztens auch gefunden, und zwar auf dem Gehöft. Ihr könnt euch erinnern. Da haben wir auch so eine kleine Kapsel gefunden. Aber das wird wohl nur Trashmüll, Abfall sein. Aluminium, denke ich mal. Irgend sowas. Zerbröselt auch schon. Naja, Müll halt. Und da haben wir ein 89er, 80er, 83er Signal. Es springt.
Aber da schauen wir jetzt natürlich nach. Muss sehr oberflächlich liegen. Sprich, hier irgendwo nicht weit drin. Da muss es drin sein. Und da haben wir schon hier, und zwar handelt es sich um was? Um eine, ja genau, um den unteren Teil einer Schrotpatrone und somit Müll. Ja, und hier schon fast an der Oberfläche, da sieht man es. Aber ich glaube nicht, dass das grüne Patina ist, sondern Farbe. Ja. Was sich früh krümmt, wird ein gutes Häkchen. Naja, irgend so einen Spruch gibt's doch. Jedenfalls ist das weder altertümlich noch antik. Irgendein Haken auf einer Grundplatte war vermutlich verschraubt und ist dann mal abgerissen. Sozusagen neuzeitlicher Schrott. Und ein Nachel. Ja, sehr ruhig dieser Wald. Aber hier war wieder ein Signal. Und da schauen wir mal. Da muss es sein. Ja. Da springt er an. Da gibt er laut. Der Pinpointer von Garrett. Die Möhre macht Lärm. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Boah, es ist sehr kalt. Aha. Das ist nicht. Tja, ja. Wo ist es? Da müsste es irgendwo sein. Da haben wir es. Wow, was ist das? Eine Münze. Ha. Eventuell eine Münze. Eventuell ein Knopf. Es ist ein Knopf. Aber mit Öse, glaube ich. Ohne Verzierung. Aber mit Öse, schaut. Ein richtig alter ist das. Klasse, hey. Aber wie gesagt, ohne Verzierung. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Ich will ja nicht undankbar sein. Ein schöner Knopf mit Öse. Prima. Hier haben wir eine Patronenhülse bzw. ein Patronenboden mit Stift, eine sogenannte Le Fouché oder Le Fouché, ich kann es nicht genau aussprechen, Patrone. Ja, und hier schaut der nächste Fund.
und es sieht ganz so aus wie eine Münze. Aber was für eine. Ha! Das lässt sich jetzt schon wieder schwer sagen. Ja, leider nicht zu erkennen. Sehr schade. Mal schauen, ob ich da zu Hause nach dem Reinigen noch was rausfinde. Aber die sieht ziemlich am Ende aus. Eine Münze. Und eine Tollwutprophylaxe. Ja, und hier haben wir schon wieder ein, was ist das, springendes Signal zwischen 65 und 75. Man kann es schlecht sehen. Ihr seht ja, es springt. Auf alle Fälle graben wir das. Das ist ja wohl klar. So, dann wollen wir mal schauen. Ja. Langsam löst sich der Nebel auf. Ah, da muss es sein. Und auch nicht sehr tief, denke ich mal. Ja. Ja, ist immer noch drin. Man hört es ganz deutlich. Aber wo? Wie immer die Frage, wie gut, dass wir den Pinpointer haben. Und so können wir gezielter suchen. Wenngleich ich gerade damit auch nicht weiterkomme. Oh, da ist es. Schaut. Seht ihr es? Eine Schnalle, würde ich sagen. Ja. Hammer. Schaut, wie schön. Eine Schnalle, allerdings aus Eisen. Aber mit Dorn, das ist ja auch sehr schön. Der ist allerdings doch, er ist sogar leicht beweglich, glaube ich. Nein, ist er nicht. Ja, müssen wir schauen, ob ich den zu Hause noch mal gängig kriege. Ja, das muss schon draußen sein. Hier muss es irgendwo liegen. Oh, da ist es, schaut. Und ich denke, ein Vogelring. Ja, richtig. Ein kleiner Vogelring. Wieder mal. Die finde ich ja häufig. Von 1958, würde ich sagen. Ein kleiner Vogelring. Hier tröpfelt es überall, der Reif und der restliche Schnee fällt von den Bäumen. Die Sonne brezelt runter, das ist natürlich sehr schön. Es ist auch nicht mehr so kalt. Toll hier. Etwas heller ist es geworden. Aber dennoch, immer noch sehr diesig. Aber toll. Ich bin begeistert. Ja, und hier hatten wir schon wieder ein ganz gutes Signal, welches wir jetzt natürlich graben werden. Heute strengt es mich wieder ziemlich an. Ich weiß gar nicht, wieso.
So. Wo ist der Pinpointer? Ohne den geht ja gar nichts. Ja, da ist es drin. Aber ziemlich tief, scheinbar. Das dürfte ein Stein sein. Ja. Ich bin gespannt, um was es sich handelt. Ja, ist immer noch drin. Oh Mann. Ist auch ziemlich steinig weiter unten. Ja, wahrscheinlich Eisen. Ich glaube, ja, da ist es. Aber was ist das? Nochmal eine Schnalle oder wie? Hammer. Zwar auch aus Eisen, aber noch mal eine Schnalle. Ja, seht ihr? Deswegen grabe ich nämlich auch Eisensignale. Nicht jedes, klar. Auch sehr verrostet. Auch hier müssen wir schauen, wie es rauskommt. Nach dem Reinigen. Ja, jedenfalls die zweite Schnalle. Prima. Und auch im Wald müssen wir natürlich den Lochtanz ausführen. Das ist doch klar, damit niemand, kein Tier, kein Mensch, kein Lebewesen in unsere gegrabenen Löcher fällt, beziehungsweise sich einen Fuß verstaucht. Deswegen machen wir auch hier, beziehungsweise ich, einen Lochtanz. Dass wir schon wieder einen Vogelring gefunden haben. Da liegt er, na, hier ganz zusammengeknüllt. Da, auch grün. Ich glaube, der andere war auch grün. Boah, ist das ein Barz hier? Ja, nochmal ein Vogelring. Ja, und in 20 cm Tiefe ungefähr haben wir hier jetzt noch ein Hufeisenfragment gefunden.
Aber ich bin jetzt eh schon fast am Ende des Sonnengangs. Mal schauen, ob es uns Glück bringt noch. Ansonsten freut sich sicherlich mein Landwirt drüber. So, Freunde, das wird jetzt der letzte Fund. Das heißt, wir graben jetzt das letzte Signal für heute. Ich war jetzt schon wieder über 3 Stunden unterwegs. Und da sitzt es drin. Da muss es irgendwo drin sein. Ja. Na. 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 Da ist es. Ich hab's. Und ich glaube, es handelt sich um eine Musketenkugel. Ja, ziemlich sicher sogar. Klein, rund und matschig. Bah, ist das ein Dreck hier. Ist klar, der Boden ist klitschnass. Da sitzt sie drin. Eine Musketenkugel. Jetzt habe ich wieder zum Wagen und da gibt's dann das Outro. Ja, Freunde, ich konnte es ja nicht lassen. Auf dem Heimweg jetzt zum Wagen habe ich natürlich weitergesondelt und habe nochmal ein super Signal. Ein 80er, 75 80er, sprang ein bisschen und das schauen wir jetzt nochmal. Und das wird jetzt mit Sicherheit das letzte Signal, welches ich heute grabe. Da muss es drin sein. Ja. Jetzt ist es weg. Oder habe ich schon... Oh, nee, das ist der Spaten. Boah, dieser Schlamm. Schaut euch den Pinpointer an. Total versifft. Nein, es muss draußen sein. Hier muss es irgendwo... Das ist es. Ja, Wahnsinn, Leute. Boah. Schaut euch das an. Ich glaube, es handelt sich um eine Glocke. Sieht jedenfalls so aus. Junge, Junge, schaut euch das an. Eine Glocke fast intakt, ein kleines Stück fehlt. Die Aufhängung oben ist weg. Ja. Ja, Wahnsinn. Ohne Klöppel, so wie ich das jetzt gerade sehe. Aber es ist eine Glocke und zwar eine intakte. Naja, gut, nicht ganz. Ein Stück fehlt. Hier ist ein Stück abgebrochen. Boah, aber ist das nicht toll, Mensch? Schaut euch das an. Habe ich noch nie gefunden. Also in dem Zustand. Eine Glocke. Ob da jetzt eine Verzierung drauf ist, kann ich noch nicht sagen. Glaube eigentlich nicht. Hammer! Ja, wie gut, dass ich noch mal gegraben habe. Oh, meine erste fast intakte Glocke. Fragmente habe ich ja schon viele gefunden. Hammer! Klasse, hey. Da bin ich ja mal gespannt, wie die rauskommt, wenn sie sauber ist.
Super, hey, ich freue mich. Der hat sich ja total gelohnt, dieser Sondelgang. Und da nimmt man den Matsch natürlich gerne in Kauf. So, aber jetzt geht's nach Hause. Und die Funde sauber gemacht. Ja, und dann schauen wir weiter. Und wie gesagt, das Outro kommt im Wagen. Super. Ja, Freunde, schön, wenn ihr wieder mit dabei wart. Schön, wenn es euch etwas gefallen hat. Der Kanal, der lebt ja eigentlich nur durch euch. Denn durch euch bekomme ich das Feedback. Von euch bekomme ich die Daumen hoch und auch die Daumen runter ab und zu. Das ist schon okay. Jetzt will ich noch ganz kurz erklären, warum ich neuerdings bei meinen Kommentaren immer mit Grandy statt Andy unterschreibe. Das ist einfach zusammengezogen GR, eigentlich mit Punkt, als Gruß und Andy. Und das habe ich zusammengezogen als Grandy, weil der Jüngste bin ich ja auch nicht mehr. Also ein Kunstname, den ich mir jetzt einfach mal zugelegt habe. Nur damit ihr Bescheid wisst. Euch alles Gute. Ich grüße alle meine Begleiter und Freunde und würde mich freuen, euch demnächst wiederzusehen. Und liebe Freunde, vergesst auch nicht die Kanäle der anderen Sondler, denn die sind mindestens genauso interessant wie meiner, wenn nicht interessanter, muss man ja mal sagen. Gut, genug gelabert. Ich fahre jetzt nach Hause und wir sehen uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Hoffe ich jedenfalls. Bis dahin, macht's gut, euer Sondel-Andi. Tschüss, ciao.